Państwo mogą, możecie mieć takie ogólne wrażenie z tego fragmentu, które przeczytaliśmy, że to jest jakaś dysertacja obciętej nodze, o jakichś takich rzeczach strasznie metafizycznych i skomplikowanych. Nachdem Sie jetzt diesen Abschnitt gehört haben, könnten Sie vielleicht den Eindruck haben, dass das eine Dissertation über ein amputiertes Bein ist. Ale to jest właściwie jedyny taki fragment i właśnie nie świadczy o książce właściwie, nie? Aber es ist eigentlich der einzige Abschnitt dieser Art, der nicht sehr typisch für das gesamte Buch ist. Also, da darf ich gleich natürlich protestieren. Ich glaube auch, wir haben an der Reaktion des Publikums gemerkt, dass niemand vor Schreck davongelaufen ist. Und wir haben vorhin von der Autorin selber gehört, dass es in ganz direkter Weise das Skelett des Buches ist, die Landkarte der Welt und die Landkarte des Körpers, dass die Sprache hier, und damit kommen wir zum Schluss, weil der Tag war lang, hier vielleicht etwas komplizierter war als an anderen Stellen, das ist richtig. Dort, wir haben gerade gehört, dass die beiden Säulen der Erkenntnis sind Physiologie und Theologie. An anderer Stelle, als sie müde in einem Hotelzimmer im Ausland nicht einschlafen kann und durch die Programme vom Fernseher sich durchklickt, da kommt der gleiche Gedanke nur etwas einfacher ausgedrückt, dass nämlich die zwei Säulen der Erkenntnis schlicht und ergreifend Sex und Religion sind. Alles, was dazwischen liegt, zählt nicht. Aber darüber, über diese etwas einfacher dargestellten Sachverhalte, werden wir morgen in Siegen sprechen. Da müssen Sie einfach dann kommen. Für heute hören wir auf, denn es war lang genug. Sie haben noch Gelegenheit, jetzt mit unseren Autoren hier gesellig zusammen zu sitzen. Sie haben Gelegenheit, hier am Büchertisch Bücher zu kaufen, die wir hier gerade gehört haben, oder auch andere. Und wir haben zum Abschluss nochmal Gelegenheit, ein paar Takte Musik zu hören von uns. So war zumindest geplant. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich jetzt sehr herzlich bei den Veranstaltern. Bedanke mich ganz besonders natürlich bei den Autoren. Bei den Vorlesern, das war Wesowska und Jörg Huschak und unsere Übersetzerin, das gibt Renzi, die hier nicht steht, ist mir auch gerade noch eingefallen. Bei der bedanken wir uns natürlich auch. Ganz herzlichen Dank, noch einen schönen Abend, bis vielleicht zum nächsten Mal. Thank you.